Get the popcorn. Yeah. Get the popcorn. Yeah. Yeah. Get the popcorn. Yeah. Get the popcorn. Ja, schönen guten Abend, Leute. Guten Abend. Wie ihr seht, wir sind mal nicht irgendwo am Ufer unterwegs, sondern tatsächlich, wir haben eine Hütte. Gefällt mir. Ne, ist schön hier, ne? Ja. Also wir sind hier im Angelpark zur Grafenmühle in Bottrop. Also wirklich ein richtig, richtig schöner See, ne? Schön viel Platz vor allem auch für uns, ne? Besser geht's gar nicht. Denke also, ich mir auch. Es strahlt. Ich wollte gar nicht viel großartig angeln. Ich wollte heute eigentlich eine Premiere, also für mich ist definitiv eine Premiere, und zwar, es geht heute auf Stör. Auf Stör. Also ich habe noch nie einen Stör gefangen und ich weiß auch nicht, wie es geht. Ich denke mal, heute werde ich viel lernen. Wir probieren es aus auf jeden Fall. Die Möglichkeiten haben wir. Also hier sind viele, viele Störe drin. Ja. Ob sie heute wollen, probieren wir es aus, ja, und hoffen einfach. Ich zeige es mir, wie es geht. Ob dann die beißen, das entscheidet der Stör selber. So ist es, genau. Also bis gleich. Und los geht's eigentlich schon mit unserer ersten Montage. Das wird eine Grundmontage. Und ich würde sagen, ich fange eigentlich direkt unten mit der Route an. Da fragen mich nämlich immer ganz, ganz viele Leute, weil immer, welche Route nimmst du zum Störangeln? Und dann nehme ich unsere Tactical Trout Lake, weil die hat doch schon genügend Rückgrat, um auch mal, ich sag mal, mit Portionsstören, aber auch schon mal mit etwas größeren Stören fertig zu werden. Also ich habe damit schon wirklich etliche gedrillt und das macht auch einen Heidenspaß. Ja, dann habe ich natürlich als Rolle unsere TT2 drauf, reicht vollkommen aus. Als Hauptschnur ist da eine 25er und eigentlich dann in dem Moment geht es auch schon los mit der Endmontage. Und die erkläre ich euch jetzt auch mal eben. Wie gesagt, eine Route werde ich über Grund fischen und da habe ich im Endeffekt einen Bodentaster montiert. Das heißt halt, da die Störe halt, ja, ich sag mal, sehr, sehr sensibel reagieren auf Widerstand oder sonst irgendwas, probiere ich es heute mal wirklich. Sonst normalerweise eigentlich fast immer nur mit Schwimmer, aber heute habe ich mir gedacht, ich probiere es mal mit Bodentaster, aber das Ganze sehr leicht, ne? Das Ganze wird unten am Boden stehen, dann haben wir halt, wie gesagt, Bodentaster. Dann habe ich hier ganz, ganz wichtig eine Gummiperle, ne? Die verhindert einfach, dass der Bodentaster euch den Knoten kaputt macht. Dann habe ich hier einen etwas robusteren Wirbel drauf, ne? Der ist etwas kräftiger, aber auch wieder ein Dreifachwirbel aus dem ganz einfachen Grund. Selbst wenn ich einen Köder einhole, möchte ich auch den Drall vermeiden, ne? So, dann kommen wir zu unserem Vorfach. Ich sag mal, das ist jetzt ein 22er, müsste das sein. Und da ist ein ganz normaler Aalhaken dran. So, das Vorfach ist um die 70 cm lang. Wenn ich es nachher ein bisschen länger haben will, verschiebe ich einfach nur die, ja, ich sag mal hier, den Gummistopper und schon kann ich mir das Ganze auch ein bisschen länger machen, aber das, denke ich mal, wird nicht notwendig sein. Als Köder selber, da habe ich mir heute überlegt, ja, wir nehmen mal so das herkömmliche, das altbewährte Räucherlachs. Und ja, da ich heute auf der Fahrt hierher natürlich, oder kurz vor der Fahrt, wie es fast jedem zweiten passiert, die Tasche mit den Ködern liegen lassen habe, konnte ich mir hier schön bei den Jungs drin so ein Päckchen Räucherlachs organisieren, ne? Also das finde ich richtig, richtig gut. Das ist auch richtig gute Qualität. Davon wird gleich ein Stückchen drauf gehen auf den Haken. Und natürlich, ich habe mir noch mal ein paar schöne Tauwürmer auch geholt, ne? Davon wird noch so ein halber Tauwurm mit drauf gehen. Und für die Bewegung einfach. Und den Räucherlachs für den Geschmack. Und auf der zweiten Montage, das wird eine Schwimmermontage, da kommt was ganz Besonderes. Das zeige ich euch gleich. So sieht der Köder nachher aus. Und bevor wir über den Schwimmer reden, zeige ich euch nochmal eben, wie ich das Ganze im Endeffekt nachher sehe, dass ich überhaupt einen Biss habe. Und zwar habe ich mir jetzt einfach mal aus unserem Strategy-Programm unsere Funkbissanzeiger rausgezogen und habe mir mal zwei Stück mitgenommen. Und dazu habe ich mir natürlich ganz klar aus unserem Troutmaster-Programm unsere Einhänger mitgenommen. Weil die Schnur muss ein bisschen nach unten hin gespannt sein, damit die überhaupt richtig piepen. Und wie ihr seht, ist da unten auch schon so was Leuchtendes drin. Das ist nämlich das Schöne an diesen Einhängern. Die kann man nämlich hier oben aufmachen. Zack. Und kann ein Knicklicht da reinpacken. Ja, und dann seht ihr selbst vorsichtige Bisse. Also ihr müsst noch nicht mal so einen Bissanzeiger haben wie ich jetzt. Aber ich bin halt manchmal so ein bisschen mit den Augen nachtblind. Sondern oft reicht auch einfach nur das hier. So, das machen wir jetzt fertig, schmeißen die Rute schnell rein, weil ich möchte auch einen Fisch fangen, ne? Und dann gehen wir gleich mal zur zweiten Montage. Und wie ihr seht, das ist die Schwimmermontage, ein ganz normaler herkömmlicher Schwimmer.
Dann mit ein bisschen Tesafilm natürlich das Knicklicht daran befestigt. Den kann ich immer noch bewegen, nach oben oder nach unten, um die Höhe einzustellen. Und habe jetzt auch für die Nacht was zum Gucken. Wie gesagt, manchmal habe ich halt einfach zu wenig Schwimmer dabei und dann tut es ein herkömmlicher mit ein bisschen Tesafilm, nur so als Tipp von mir an euch. Ja, dann halt wieder mein Blei, dann halt einen kleinen Stopper, ne? Und dann halt hier ein Fünffachwirbel, das gleiche Schauspiel, ne? Dann halt hier mein Vorfach, 70 cm und ja, mein Aalhaken. Ich glaube, das ist Größe 8 müsste das sein oder 6. Also vollkommen ausreichend für das, was wir hier machen. Und hiermit habe ich was Besonderes vor, denn das hatte ich doch schon mal letztes Mal kurz erwähnt. Wir haben einen neuen Duftstoff bei uns im Programm. Der ist, oder ein Liquid, der ist eigentlich für unsere Spoons gedacht und für unsere Gummis, um mal nachzuduften. Aber ich habe mir einfach mal so ein Ding geschnappt und denke mir mal, ich probiere es doch einfach mal auf die Störe aus. Ja, weil die lieben ja auch Duftiges. Und das ist zum Beispiel der Pellet. Schau nochmal nach. Genau, ja, das ist der Pellet. Der hat nämlich so einen schönen Pellet-Geruch. Und das kennen die einfach. Und ich mache mir jetzt hier gleich einen Tauwurm drauf, mache davon einen Sprühstoß drauf, werde das Ganze aber entgegengesetzt meiner Windrichtung machen, weil das Zeug ist wirklich richtig, richtig klebrig und penetrant. Und dann gucken wir mal, ob vielleicht so ein Stör das hier richtig gut findet. Das wäre natürlich der Hammer, ne? Deswegen, wir probieren mal aus. Ja, dann nehmen wir uns hier einfach mal so einen schönen dicken Tauwurm. Ja, und das war jetzt natürlich auch mein Glück, weil, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte, habe ich natürlich meine Tüte mit den Ködern vergessen. Und das ist einfach das Schöne hier auch beim Angelpark zur Grafenmühle. Die haben alles da an Ködern. Ja, also wenn ihr irgendwas vergessen haben solltet, könnt ihr euch das vorne holen. Und das Beste daran ist, die haben sogar noch richtig, richtig leckeres Essen. Denn das habe ich mir vorhin auch mal kurz gegönnt. Bin nämlich sehr, sehr, sehr verhungert hier angekommen durch 2 Stunden Stau. Und dann habe ich mir gerade noch mal so schön so ein leckeres Bratwurstbrötchen gegönnt. Und deswegen, jetzt geht's los mit dem Angeln. Den werden wir jetzt noch mal kurz beduften. So, wie gesagt, also das mache ich jetzt vorne an der Ecke von dem Hausboot, weil einfach das Zeug, egal wo es gegenkommt, es wird die ganze Zeit danach stinken. Deswegen, das geht nur Richtung Wasser. Also es ist sehr, sehr ergiebig, deswegen geht behutsam damit um. Es reicht wirklich ein Sprühstoß und immer von euch weghalten, bloß nichts abkriegen. Ups. Und zack. So, und da tropft er auch schon. Wenn ich ein Stör wäre, würde ich das glatt fressen. Nee, ich glaube nicht. Also das ist mir dann doch ein bisschen zu extrem. Aber mal gucken, ob die Burschen das mögen. Ne? Ja, und ihr wollt bestimmt auch ganz, ganz gerne wissen, wo lege ich die Montage jetzt überhaupt aus. Ne? Und wir sind zwar jetzt hier auf dem Hausboot, aber ich bin auch so oft genug hier an den Ufern unterwegs. Und man muss wirklich nicht weit schmeißen. Also es reicht wirklich, ja, hier, zack, am Hausboot direkt vorne an der Kante. Oder halt aber am Ufer auch direkt 2-3 Meter daneben abzulassen, das reicht. Natürlich ist so ein Hausboot hier purer Luxus. Ne? Man kann hier schön auf dem Steg sitzen, ist hier ganz für sich alleine, ne? Kann hier wirklich rumrennen, hat nachher sein Bettchen da drin, kann richtig gemütlich schlafen, ist sogar eine Klimaanlage drin, glaube ich, oder ein Lüfter, ein Heizlüfter ist auf jeden Fall drin, Kühlschrank ist drin. Was wollen wir mehr? Ja, Fische. Deswegen, wir hoffen mal, dass jetzt noch was passiert. Ich guck mal. Ich baue, glaube ich, für den Zaller auch noch eine Route auf und dann werden wir mal ein bisschen probieren. Ja, und da ich natürlich weiß, dass hier auch Forellen schwimmen und man das wirklich mit diesem Klebeband an jedem x-beliebigen Schwimmer machen kann. Und hier habe ich jetzt einfach mal unseren Piccolo genommen. Den habe ich eigentlich für, ja, ist eigentlich meine Forellenmontage für Tag. Aber ich wollte jetzt nicht umbauen und deswegen einfach hier das gleiche Knicklicht mit ein bisschen Tesafilm drauf. Die herkömmliche Schwimmermontage, ne? Unten kommt dann natürlich unsere Paste drauf. Die stinkt auch schön in der Nacht und dann werden wir die einfach auch hier vorne vorm Hausboot erstmal ein bisschen schleppen und dann einfach mal liegen lassen und gucken. Vielleicht interessiert sich ja eine Forelle dafür. Ne? Wir lassen uns mal überraschen. Ja, hier hatte ich gerade einen Biss gehabt. Aber jetzt scheint nichts mehr dran zu sein. Ja, jetzt muss ich natürlich eins machen. Jetzt muss ich auf jeden Fall den Köder kontrollieren, weil da war ja Räucherlachs mit drauf und der wird jetzt wahrscheinlich runter sein. Deswegen, wir holen die Montage jetzt mal raus und kontrollieren die einfach mal. Ja, und hier sieht man das. Auch richtig schön vertüttelt. Alles wieder frei. Ne, hier hat sich irgendwas am Köder zu schaffen gemacht. Hat den Tauwurm runtergezogen und der Räucherlachs ist auch ziemlich zermatscht. Also da war wohl wahrscheinlich der erste Stör dran. Wir werden das Ganze nochmal neu beködern, legen es nochmal aus. Und wie ihr vorhin gesehen habt, wirklich nicht weit, sondern einfach nur hier vorne an die Kante. Ich mach mal eben fertig.
So Leute, und da es gerade so ein bisschen anfängt zu nieseln und zu regnen, machen wir uns eins, und das ist ganz klar der Vorteil hier. Wir werden uns schön unter das Vordach setzen und werden dadurch nicht nass und können trotzdem wunderbar auf unsere Schwimmer und auf unsere Grundmontage gucken. Deswegen, wir gehen jetzt mal da drunter. Ja, was sehe ich denn da? Unser Kameramann Zala, sein allererster Stör in seinem Leben. Auf jeden Fall. Ich bin gerade total, also baff. Es ging alles viel zu schnell. Es hat gerade ein bisschen geregnet. Wir haben uns gemütlich gemacht. Da sagt Waldemar, bis, klar. Und natürlich so nett, wie er ist, ich dürfte als erster natürlich den ersten Fisch drin. Ich muss echt sagen, ich habe viele Fische gedrillt, aber die Biester hier, die haben echt Power ohne Ende. Schaut euch mal das an. Also für mich ist das Essen ganz großer, und der Waldemar sagt, da gibt es noch größere, die hier rumschwimmen. Ja, genau, richtig. Also es ist echt schön. Wir sind gar nicht so lange hier. Ja, also schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Erster Stör, für dich der erste im Leben. Geil. Ja, also es ist echt, ich bin eigentlich sprachlos eigentlich. Schöner Fisch. Ja, Leute, ich glaube, wir sind für heute fertig. Ne? Wir haben schon ziemlich spät, wir sind beide auch schon ziemlich müde. Und ich sag mal, du hast den Fisch gefangen. Ja, ich hatte ein bisschen mehr Glück. Also wobei, du hast mir den Vortritt gelassen. Alles gut, genau. Perfekt. Auf jeden Fall habe ich wieder viel gelernt. Ja Leute, was soll ich sagen? Wir haben eigentlich schon in die Kojen gelegen, haben beide schon schön geschlafen. Ja. Und dann ist bei mir der Bissanzeiger losgegangen. Und schon wieder die Montage, die mit dem Bodentaster war. Nur jetzt scheint das irgendwie was richtig Gutes zu sein, weil ich kriege den noch nicht mal hoch. Und kalt ist es. Aber da ist er. Schaut euch ihn an. Schaut deine Füße gerade an. Guck mal da. Und da sieht man sogar noch den Räucherlachs. Guck mal, wie geil. Oben hängt der Bodentaster. Perfekt. So, dann wollen wir den mal rausholen. Und dann lassen wir aber die Ruten, glaube ich, auch draußen. So, wir haben ihn. Jawohl, ich mache den mal kurz fertig, zeige euch den, und dann gehe ich wieder schlafen. Ja, und da ist er. Schön auf die Bodentastermontage reingefallen. Haben wir einen zweiten Stör gefangen, ist doch wunderbar. Ich glaube, damit haben wir mehr, wie wir eigentlich wollten, weil eigentlich war das Video ja schon zu Ende. Aber ja, so habt ihr noch den zweiten mitgekriegt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, ja. Vielen, vielen Dank für den Support, und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Es ist ja dunkel, man kann nicht viel aufnehmen, aber er hat gezeigt, wie es geht. Vielleicht ein bisschen die Montagen für euch mal ein bisschen mit umsetzen, halt gerade Bodentaster oder den Schwimmer halt. Ne? Nicht so weit auswerfen, einfach vorne die Kanten absuchen, da sind die Fische. Gut, einen haben wir, wie gesagt, das reicht für uns. Das reicht. Wir gehen jetzt schlafen, denn wir haben hier einen richtig schönen Luxus. Genau. Denn wir haben die Hütte, da sind schöne Betten drin, da werden wir uns gleich schön muckelig warm ins Bett begeben. Ja. Und ja, was haben wir morgen vor? Ich glaube, morgen haben wir ganz was ganz, ganz Großes vor. Wir haben was ganz Großes vor, und wir haben viele Neuheiten dabei. Genau. Und das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Also, was sollen die machen? Uns liken, ja. Vielen Dank erstmal für euren Support. Genau, like den Kanal, lasst einen Daumen da, ja. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Danke für's Zuschauen. Danke. Ciao. Ciao.